Hallihallo, Hallöchen. Wir machen wieder Modvorstellung LS19 und heute haben wir wieder ein Auto. Und zwar ein Amarok, ein VW Amarok Formotion Tuning Version. Und den wollen wir uns gerade mal ein bisschen anschauen. Ich habe hier Vollausstattung. Sieht irgendwie ein bisschen tiefer gelegt aus. Wir können aber, wie wir sehen, die Türen aufmachen, hinten die Klappe natürlich aufmachen, das können wir aber bei jedem Pickup fast. Und ja, am besten gehen wir mal zum Händler. Unter Autos finden wir das Volkswagen VW Amarok für 40.000. Ja, viel teurer ist er, glaube ich, sonst auch nicht. So, den gibt es in Standard. Dann können wir den mit Seiten. Ne, was können wir da? Keine Ahnung, ob der mehr PS hat. Kann einer das sehen? Aha, hier hat er. Hier hat er auf jeden Fall Vollausstattung. Was es natürlich nachher heißt, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall cool aus, kostet 500 mehr und dann steht er so da, wie er da ist. Klingt auch ganz gut. So, wie gesagt, wir können hier die Klappen öffnen. Das Licht funktioniert, LED-Licht verbaut, ist so ein kleines Tuning-Objekt. Vorne blinkt da irgendwo gar nicht. Vorne sind die Blinker kaputt. Was ist denn da los? Aha, jetzt sieht man das. Da drin ist der Blinker. Okay. Genau. Ich muss noch die Tür zumachen. Und dann Hupe ganz normal, dicke Scheibenbremsen da drauf. Und dann können wir da los. Fährt auch ganz normal, sonst haben wir immer das Problem, damit er komplett schnell losfährt hier. Fährt sich aber ganz easy, muss ich sagen. So, innen drin sieht er auch nicht so schlecht aus. Man kann auch mit der Innenansicht fahren. Innenrückspiegel funktioniert nicht. Außen, ja, glitschen die Spiegel ein bisschen drüber. Aber ja, was wollen wir da sagen? Ist halt VW. Das ist in echt auch so. Können wir nichts machen. So, warte mal, wir. Wir fahren am besten hier lang. Wie gesagt, also fahren tut er sich gut. Hupen, naja, geht so. Also, nettes Autochen, macht auch was her, gerade mit den Stoßfängern hier vorne, mit dem Bullenfänger, mit den Seitenteilen hier, obwohl das irgendwie doppelt gemoppelt ist. Unten müsste es jetzt eigentlich weg sein, hätte ich gesagt. Und ja, in Silber, ich hätte mir da natürlich noch ein paar andere Farben gewünscht. Ich werde es auf jeden Fall den Link wieder euch geben in der Videobeschreibung. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das Teil bei euch einsetzen wollt oder nicht. Sag, vom Sound her finde ich ihn jetzt gar nicht mal so schlecht. Optisch sieht er auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Und fahren tut er sich wirklich easy. Also, sehr schön. So, da kann man auch schon mal mit zur Arbeit fahren, ne? So, dann sage ich auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen und Link dazu in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mod. Ciao, ciao.